Hallo, grüezi Mobbing und herzlich willkommen bei Kurz erklärt, heute aus der Serie Abstimmungen vom 21. Mai 2017 aus dem Kanton Zürich. Das Thema ist die Fremdspracheninitiative. Zuerst gilt es zu erwähnen, dass die kantonale Volksinitiative als allgemeine Anregung formuliert ist. Was das konkret heisst, definiere ich in einem 2-Minuten-Clip. Ich habe den unten in der Beschreibung verlinkt. Also, die Initiative will, dass die zweite Fremdsprache erst auf Sekundarstufe eingeführt wird. Ob das Französisch oder Englisch soll sein, das soll der Regierungsrat auf Antrag vom Bildungsrat entscheiden. Passieren soll das durch eine Anpassung im Volksschulgesetz und durch wörtlich nötigenfalls Änderungen oder Kündigung des Harmos-Konkordats. Das würde die Initiative also explizit in Kauf nehmen. Wie sieht es denn aktuell aus? Englisch wird zurzeit ab der 2. respektive neu ab der 3. Klasse eingeführt, Französisch ab der 5. Die Initiative wird eine von diesen beiden Sprachen erst ab der 7. Klasse. So simpel wäre das Ganze, aber was spricht da dafür und was spricht dagegen? Ich bin gefragt einerseits bei der Befürworterin der Initiative, der SVP-Kantonsrätin Anita Boro, andererseits bei der Gegnerin, der SP-Kantonsrätin Jacqueline Peter. Fremdspracheninitiative, ganz kurz, um was geht's und wie stimmen Sie ab? Fremdsspracheninitiative verlangt, dass auch Fremdsprachen von der Primarschule auf die Oberstufe verlegt wird. Ich bin da klar dafür, weil ich der Meinung bin, dass man so den Fokus stärker auf den Deutschunterricht kann richten und am Schluss auch beide Fremdsprachen davon profitieren. Die Fremdsspracheninitiative, ganz kurz, um was geht's und wie stimmen Sie ab? Die Initianten die möchten gerne, dass man in der Volksschule, also in der Primarschule, nicht mehr zwei, sondern nur noch eine Fremdsprache lernt. Welche sagen sie nicht? Aktuell ist das ja zuerst Englisch und dann Französisch. Ich finde, das ist eine schlechte Initiative. Ich finde das gut, dass die Schülerinnen und Schüler ab der 3. Klasse dann neu Englisch und ab der 5. Klasse Französisch lernen. Also ich stimme Nein. Jetzt gibt es so viele Stimmberechtigte, die haben selber Kinder, die im schulpflichtigen Alter sind. Mindestens ist aber jeder mal selber in der Schule gewesen. Gibt es das nicht ein hochemotionales Votum mit sehr vielen persönlichen Erfahrungen und so Küchentischpsychologie, wo dann eigentlich relativ wenig mit dem Schulunterricht von heute zu tun hat? Es ist klar, dass natürlich in Schulfragen ist das immer, immer so. Da kann jeder mitreden, jeder hat eine Meinung. Das ist aber auch richtig so. So ist unsere Demokratie. Da soll auch jeder mitdiskutieren können. Und eigentlich hat man da ja einen Vorsprung. Es kann tatsächlich jeder mitreden, es hat tatsächlich jeder eine Ahnung. Also lassen wir doch die Meinungen auch so kursieren. Und am Schluss ist es ja so bei uns in der Demokratie, Mehrheit entscheidet und so können nachher auch alle sich dem fügen. Es gibt viele Stimmberechtigte, die selber Eltern von schulpflichtigen Kindern sind. Mindestens aber ist ja jeder mal Kind gewesen. Das heisst, jeder hat persönliche Erfahrungen, kann dort mitreden von seinem persönlichen Schicksal her. Wie zerstreuen Sie dann die Ängste von der Überforderung der Kinder? Also wenn man die Eltern fragt oder auch die Kinder fragt, dann kommt man häufig als Antwort über: Es ist lässig. Zwei Fremdsprachen auf der Primarschule, das ist cool. Jetzt, wenn Sie die Eltern fragen, die Kinder wahnsinnig strampeln und sowieso viel aufzugeben mitmachen, dann ist es eine Art, finde ich jetzt nachvollziehbar, dass man dann sagt, man könnte eine Fremdsprache weniger machen. Man sagt nicht, man müsste die Mathe reduzieren, wenn das Kind zum Beispiel in der Mathe einfach schlecht ist. Ja, es ist schwierig bis eigentlich unmöglich, Ängste von Eltern zu zerstreuen. Wenn sie merken, dass ihr Kind leidet, dann leiden sie mit. Aber es ist ja so, dass 80% der Kinder die leiden nicht und schon gar nicht an diesen zwei Sprachen. Jetzt lässt die Initiative aber offen, welche Sprache das soll auf die Oberstufe verleiht werden. Also welche ist es denn jetzt? Wird Englisch oder Französisch auf die Oberstufe verleiht? Aus meiner Sicht spielt das am Schluss nicht eine Rolle, weil die Lernziele sollen in beiden Sprachen gleich erreicht werden. Also ich denke, ob jetzt Französisch oder Englisch zuerst kommt, im Endeffekt spielt das keine Rolle, weil eben die Lernziele ja gleich erreicht werden müssen. Wie sieht das aus mit schwächeren Schülerinnen und Schülern, respektive Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund? Wäre dort die Fokussierung auf den Deutschunterricht nicht sinnvoller? Nein, das ist es nicht, weil eine Fremdsprache und dann zwei Fremdsprachen oder nur eine dritte, wie die mit Migrationshintergrund, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, kommt, ein bisschen salopp gesagt, wie nicht so drauf an. Die Kinder haben sogar den Vorteil, dass sie schon eine Auseinandersetzung mit der Fremdsprache gehabt haben.
sagt man, wenn sie jetzt in anderen Fächern aus sprachlichen Gründen nicht so gut sind, dann haben sie da eben einen Vorteil. Sie haben aber sicher das als Fach, wo die deutschmuttersprachlichen Kinder keinen Vorteil haben. Das heisst, sie starten etwa auf der gleichen Linie. Also so gesehen ist es eigentlich recht gerecht. So. Und wenn es jetzt Französisch wäre, wo würde in die Oberstufe verleiht werden, dann hat ja bereits der Bundesrat Berset angekündigt, dass er dann müsste Einfluss nehmen, also wenn Sie sich eigentlich vom Föderalismus verabschieden? Ich bin der Meinung, der Herr Berset verabschiedet sich vom Föderalismus, weil wir haben immer noch Kantonshoheit ist in Bildungsfragen bei den Kantonen. Und das heisst, dass am Schluss auch der Kanton muss können entscheiden muss. Und die Harmonisierung, die man da propagiert, die wichtigste Harmonisierung hat man aus meiner Sicht erreicht. Und dass man das in den Fremdsprachen, dass das sehr schwierig ist, in allen Kantonen, die teilweise eine ganz unterschiedliche Sprachenkultur haben, die Harmonisierung so anzubringen, sehe ich sowieso als schwieriger. Und ich bin da ganz der Meinung, da darf der Kanton entscheiden. Und noch zu der Kampagne der Befürworter. Gibt es dort Ihrer Meinung nach konkrete Fehlinformationen, die verbreitet werden oder einfach nur Übertreibungen im klassischen Sinn von einer Kampagne? Wie schätzen Sie Kampagnen ein? Es ist jetzt schwierig zu sagen. Fehlinformationen ist, glaube ich, ein bisschen happig. Wobei, mich denkt, es ist nicht ganz ehrlich, wenn die Befürworter offen lassen, welche Fremdsprache soll abgeschafft werden. Sie wollen eigentlich klar das Französisch abschaffen, aber wie wir vorhin diskutiert haben, die Chance, dass Englisch abgeschafft wird, ist grösser. Dann tun sie vor allem darauf hinweisen, dass wahnsinnig viele Kinder überfordert sind. Es sind Einzelfälle, wie halt auch Einzelfälle, das heisst nicht Einzelne, es gibt schon mehrere von denen, wie es halt auch immer Kinder gibt, die wirklich im Rechnen überfordert sind. Und das deutet alles darauf hin, dass man muss investieren in die Bildung, dass man die Schwächeren muss fördern mit zusätzlicher Unterstützung. Das heisst nicht mit zusätzlichen Lektionen, aber zusätzlicher Unterstützung. Und man sollte einfach schauen, dass die Rahmenbedingungen besser werden. Dann kommen wir noch zu der Kampagne, die die Gegner fahren. Wenn sie dann eine fahren, ist Ihnen da etwas aufgefallen? Werden da vielleicht Fehlinformationen verbreitet? Oder wie schätzen Sie die Kampagne der Gegner ein? Ja, ich bin natürlich, ich sehe es aus einem anderen Blickwinkel. Ich bin halt klar der Meinung, dass man einen Fokus muss setzen auf, zuerst aufs Deutsch und nachher die Fremdsprache fokussiert angehen. Und das ist halt der Clinch, wo sich da auch setzt, wo sich auch austreibt und wo wir auch immer wieder diskutieren in den Podien und wo man auch gehört in den Diskussionen. Die vollständigen Interviews sind wie immer unten in der Beschreibung verlinkt. Kommen wir zum wichtigsten oder besser dem stärksten gewichteten Punkt, was für die Kinder am besten ist. Das kann man unmöglich verallgemeinern einfach mal so für alle sagen. Und wenn das so ist, dann helfen ja jeweils Studien weiter. Die Befürworter von der Initiative berufen sich in ihren Argumenten auf zwei Studien, eine von der Uni Zürich und eine von der Uni Freiburg. Sie haben die auf ihrer Homepage verlinkt und ich bin so frei und habe die Links auch mal unten in der Beschreibung übernommen. Keine Angst, ihr müsst jetzt die nicht im Einzelnen durcharbeiten. Ich gehe kurz darauf ein. Ich sehe durchaus Punkte, die die Befürworter aus diesen Studien herausziehen. Aber die Schlüsse, die sie ziehen, sind für mich einfach nicht ganz logisch. Es sind vorwiegend die schwächeren Schüler, die Mühe damit hätten, den Stoff auf der Sekundarstufe wieder aufzuholen. Mit der grossen Mehrheit der Schüler gibt es gar kein Problem. Von wegen Überlastung oder Überforderung, exklusiv wegen zwei Fremdsprachen. Wenn man die Schule also nicht ausschliesslich an den Schwächsten ausrichten will, sprechen diese Studien für die grosse Mehrheit in meinen Augen für zwei Fremdsprachen. Jetzt sind aber die Lehrer, die tagtäglich den Krampf ausführen dürfen, die Politik aufgrund von Studien entscheidet, mit wiederum sehr grosser Mehrheit für die Initiative. Nur halt auch aus verschiedensten Gründen. Die einen wollen das Englisch auf die Sekstufe verlegen, die anderen das Französisch. Die einen sorgen sich um die Effizienz, die anderen hätten gerne mehr Zeit zum Mandala malen. Die einen haben berechtigte Sorgen, die anderen haben einfach keinen Bock zum Französisch unterrichten. Ob es denn da wirklich noch darum geht, was für die Kinder am besten ist, das sei mal dahingestellt. Da gehen wir mal noch auf die flankierenden Argumente und politischen Gegebenheiten ein. 2006 hat es schon mal eine ähnliche Initiative gegeben, die ist abgelehnt worden. 2008 hat sich das Zürcher Stimmvolk für die interkantonale Harmonisierung ausgesprochen, das ist das sogenannte HARMOS-Konkordat.
Wenn man jetzt die Initiative annehmen würde, ist das wiederum gefährdet. Dazu kommt, dass die Initiative nicht festlegt, welche Fremdsprache auf die SEC verschoben werden soll. Es heisst, dass es der Regierungsrat entscheiden muss auf Antrag vom Bildungsrat. Den Antrag kann der Regierungsrat als Exekutive jedoch ohne Problem ignorieren. Sprich, der Regierungsrat hat sich jetzt schon dafür ausgesprochen, dass Englisch wird auf die SEC verschoben werden und man nur noch Französisch hätte in der Primarschule. Das ist eindeutig ein Rückschritt und wird auch nur so kommuniziert, weil sonst der Herr Bundesrat Berset würde aktiv werden. Dann gäbe es eine Regelung auf Bundesebene. Und das wäre wohl im Interesse von rein gar niemandem. Kostenpunkt ist auch noch relevant. Bisher hat man für Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen sowie für Lehrmittel im Bereich Französisch und Englisch ca. 49 Millionen ausgegeben. Das wäre dann ein Großteil für gar nichts gewesen. Also für mich gleicht das Ja zu dieser Initiative einem Rückschritt. Entweder man gesteht sich ein, dass Englisch, äquivalent zu der Informatik, die Sprache oder eben die Fächer der Zukunft sind und man vergisst den Murks mit dem Französisch, oder aber dann sorgt man auf Primarstufe für einen spielerischen Kontakt mit beiden Fremdsprachen. Immer gern wissenschaftlich begleitet, aber jetzt schon einfach zurück auf den Status anno 2006, finde ich komplett falsch. Zum Parolenspiegel. Ebenfalls dagegen sind SP, FDP, Grüne, CVP, BDP und AL. Befürworter sind neben dem Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband auch die Parteien SVP, EVP und EDU. Stimmfreigabe haben die Grünliberalen beschlossen. Ihr habt gesagt, ich bin für zwei Fremdsprachen auf der Primarstufe. Sollte die künftige Forschung zeigen, dass es komplett der falsche Weg wäre, dann bin ich für Englisch auf der Primarstufe. Die Initiative würde dafür sorgen, dass man ohne die fundierte Grundlage nur noch eine Sprache hätte und dann erst noch Französisch. Darum ein entschiedenes Nein zu der Fremdsprachinitiative. Da sind noch die vollständigen Interviews mit der Jacqueline Peter von der SP und der Anita Borer von der SVP. Und da könnt ihr, wenn ihr mögt, noch meinen Kanal abonnieren. Tschüss!